Ich schau mal zu Corina, wieder zum Eleven, Corina. Ja, die zuckt Bin nur mit den völlig Schultern. verwirrt. Die zuckt nur mit den Schultern. Ja, weiß ich nicht. Nun gut. Ich komme in, sagen wir, geschäftlichen Angelegenheiten. Ich wollte drei Thesiskerne von dieser Akademie erwerben. Ja, wenn ihr sie bezahlen könnt, gerne. Natürlich kann ich sie bezahlen, sonst wäre ich doch nicht hier. Nun, es geht um diese Kernformel, für die eure Akademie bekannt ist. Den Aorus Nasus Oculus. Was? Ne, Aorus Nasus heißt der. Ja, selbstverständlich, den könnt ihr natürlich bekommen. Des Weiteren den Cantus Ignorantia. Ja, sie nickt einfach nur. Und natürlich, nun, ist ein. Meine persönliche Eitelkeit gefrönt, aber Weihrauchwolke. Ja, eine sehr gute Wahl. Sie nickt Nun, wieder. wie wollen wir fortfahren? Ja, wie wollt ihr denn bezahlen? Mit einem Tanz, mit einem Singsang, mit anderen Formeln oder mit barer Münze? Mit einem Tanz? Ja, selbstverständlich. Eine gute Vorstellung, eine gute Darbietung ist ebenso viel wert wie, weiß ich nicht, ihr könnt auch mit Tee bezahlen, wenn ihr wollt. Oder mit Salz. Nein, ich denke, blanke Maravedis müssten ausreichen. Ich bin vollkommen irritiert, ob dieser merkwürdigen Geflogenheiten. Nun gut, reicht euch ein Schuldschein der Matabazari? Ja, das sollte ausreichen. Wunderbar. Habt ihr diese These schon vorbereitet oder musste ich zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen? Ich denke, die könnt ihr direkt dann aus der Druckerei mitnehmen. Das heißt, einmal über den Platz hinüber, wie gesagt, ihr müsstet dann am richtigen, das ist das kleinere von beiden Gebäuden, da könnt ihr dann zur Druckerei und dort könnt ihr euch die dann abholen. Druckerei? Ja, selbstverständlich. Ich meine, ihr seid doch Horasier, dann müsstet ihr doch die Drucktechnik beherrschen. Mir war nicht bewusst, dass man Theseskerne in einer Druckerei anfertigen kann. Das muss ich sehen. Nun, wir haben einige magische Stempel und Siegel, die das beherrschen. Das muss ich sehen. Soll ich gleich diesen Schuldschein hinterlegen oder später? Ja, warum nicht? Ja, genau. Ich kram halt in meiner Geldbörse rum, die auf meiner Brust hängt. Diebe sehe ich auch hoffentlich. Und fische da ein oder mehrere. Wie viel schulde ich denn euch für diese drei Theseskerne? Ja, du hattest das ausgerechnet, ne? Wie viel waren das? Ah, es waren, glaube ich, 300 und 266 Dukaten insgesamt. 266 Dukaten. Genau. Ja, dann schreibst du 270 Dukaten auf und dann kannst du Genau. in so ein kleines Scheckheft, was du dann von dem Groll bekommen hast, oder von dem Thulamiden, kannst du dann rausgreifen, da die Zahl aufschreiben. Unterschreiben und dann wird sich das der ja, Zar-Akolut oder Eleve, du bist dir immer noch nicht ganz sicher, wird das dann nehmen und damit rausgehen. Ich hätte gerne eine Quittung, damit ich wirklich diesen Beitrag bezahlt habe. Ihr versteht doch sicherlich. Ja, die könnt ihr euch sicherlich in der Druckerei abholen. Ich verstehe. Nun gut. Eleve, wie ist euer Name übrigens? Was, meine? Ja. Du guckst jetzt den Eleven an und nicht die Corinna Ja. Sabamirisa, ne? Piatril. Piotr, ein ungewöhnlicher thulamitischer Name. Ihr stammt aus dem Bornland? Nein. Piotr. Nun ja, andere Sitten. Meine Hochachtung, eure Vizespekulität. Ich verbeuge mich mal tief. Und Ja, sie seufzt so ein bisschen. Ja, man muss sich an die Akademie anpassen und wenn man zu lange hier bleibt, dann verschlingt sie einen komplett. das kann ich gut verstehen. Ich bin als Theoretikerin hergekommen und das ist aus mir geworden. Vielleicht solltet ihr bedenken, ein Luftwechsel und ein, nun ja, Studienwechsel ist manchmal nicht verkehrt. Ja, ich habe auch schon in Belhanka einige Zeit gelehrt und gelernt, aber Da war ja ähnliches Tohuwabohu. Deswegen habe ich mich damit abgefunden.
Wenn ihr einmal nach Gara kommt, meldet euch bitte bei mir. Ihr findet mich bitte und mich in Gara. Fragt einfach nach Abelmir Jaborinus. Gehört ihr zur magischen Rüstung? Nein. Ich gehöre zur Punina Akademie, selbstverständlich. Aber ihr wohnt in Garret? Ich wohne in einem, angemessenen Stadthaus, würde ich sagen. Meldet euch einfach. Also gut. So dann. Eleve Piotr voran. Gut. Derweil haben die anderen das Stadttor erreicht, beziehungsweise die Rondra, den Löwentempel, und davor liegt dann auch Krakalschar mit den Reitern. Das ist allerdings zurzeit versperrt. Ihr könnt dann wohl auch, wie gesagt, sowas wie Vermisstenbriefe oder sowas erkennen. Oder Gesuche, vor allem dann von Anwohnern, die Soldaten dann suchen, die wohl im Kampf gefallen sind. Vor allem dann die Reiterei, die, wie gesagt, in der Krakalschar untergebracht war. Wart ja schon auch mal hier und betretet dann den Löwentempel. Wenn ihr ein paar Treppen nach oben geht, könnt ihr dann auch da zur Heeresleitung kommen. Die wird dann allerdings den Weg einmal versperren, sodass ihr euch da erstmal ausweisen müsstet, bevor ihr dann mit irgendwem von Rang und Namen auf den Mauern sprechen könnt. Ja gut, also ich würde mich dann mit meinem Siegel und den dazu gestempelten Zeichen der Pfeile des Lichts ausweisen. Ja, du wirst dich ausweisen, vor dir steht dann ein Rondra-Geweihter, ein Paios-Geweihter, und bevor du nach oben kommst, wird man tatsächlich... bei dir wohl weniger. Bei dir gibt es dann ein Odem Arcanum, der von einem Magier gesprochen wird. Man wird das Siegel einmal auf die Echtheit prüfen. Illusionen sind möglich. Du bist vielleicht kein Illusionsmagier, aber trotzdem muss das Ganze geprüft werden. Wie gesagt, ein Illusionist von Zorgan wird dann das Ganze prüfen und auf Echtheit verifizieren. Bei den anderen, jetzt vor allem bei den beiden Geweihten und auch bei den Begleitern Rafim. Bin ich geweiht. Genau das. Bei dem Bandstrahler wird man dann darauf verzichten und keinen Odem sprechen, sondern einmal der Rondrianer und dann einmal der Praios-Geweihte werden eine Seelenprüfung wirken. Eine kleine Zeremonie, die sie wirken, die Hand auflegen bei euch, bei den verschiedenen Menschen. Und ja. Und dann, nachdem sie diese kurze Zeremonie gewirkt haben, es wird also ungefähr 5 Minuten werden vergehen, vielleicht ein bisschen mehr, 10 Minuten, ihr werdet dann gemustert, und nachdem das Ganze abgeschlossen ist, tritt dann der Praios-Geweihte wieder noch heran. Also gut, meine Herren Geweihten, ich habe eure Seele überprüft und ich kann keine Falschheit in euch oder in euren Begleitern erkennen. Damit dürft ihr, Ihre Gnaden, natürlich durchtreten. Verzeiht mir diese Sicherheitsvorkehrung, aber wir sind nach dem Angriff auf unseren Sultan natürlich von einigen Zweifeln umgeben. Das ist verständlich. Wachsamkeit kann nie schaden. Es freut mich, dass hier alles noch seine Ordnung hat. Also, Ihre Gnaden, meine werte Dame, Pfeil des Lichts, ihr dürft natürlich vortreten. Ja, dann folge ich ihm, falls er vorangeht, und wenn nicht, lasse ich mir den Weg weisen. Ja, er wird vorgehen, gemeinsam mit dem Rondrianer, und dich dann zu einer Dame bringen, die gerade vor einem, vor einem Tisch steht mit einer großen Karte darauf, vor allem dann Zorgan und die nähere Umgebung. Kannst dann darauf eingesehen, den Belagerungsring mit einigen Zelten, die aufgebaut sind, sowohl auf beiden Seiten des Flusses, sind in ungefähr 100 Meter Entfernung von der Stadt aufgebracht. Von dem Ort, wo ihr gerade steht, also ihr seid wie gesagt irgendwo in einem Turm, könnt ihr es aktuell so nicht sehen, aber das wird wohl seine Richtigkeit haben. Auch wenn es, müsstet ihr dann an die Fenster herantreten, aber ja, da könnt ihr dann wie gesagt so ein paar Figuren drauf erkennen, die dann hin und her geschoben werden, Pfeile, Positionen, einige Markierungen, irgendwelche Zayat-Symbole, irgendwelche
illusionistischen, alchemischen Runen, die darauf angebracht sind. Wie gesagt, alles hin und her geschoben. Wird man damit aufhören, erstmal so ein kleines Tüchlein drüber ziehen und euch den angucken. Ja, wie kann ich euch helfen? Ein Pfeil des Lichts. Die Zwölfe zum Gruße. Die Zwölfe auch mit euch. Wie können wir euch helfen? Tragt ihr Kunde von den fernen Landen mit? Ich kann euch gerne einen Bericht von der Lage in Gareth geben. Allerdings ist es nichts Gutes. Ihr habt sicher schon herausgefunden mit den Schlachten von Wehrheim und über Gareth. Und der Flüchtlingsgeschichte jetzt in Darpazien. Es sind keine guten Nachrichten, die ich bringen kann. Wenn ihr konkrete Fragen habt zum Vorgehen der Dämonenbündler, die gegen das Mittelreich vorgegangen sind, kann ich hier euch gerne geben. Allerdings würde mich eher interessieren, wie hier die Belagerung von sich geht, mit was für Phänomenen ihr euch herumschlagen musstet. Nun, die Belagerung begann vor, wahrscheinlich sehr zeitgleich mit der Schlacht von Wehrheim, ist der Name korrekt? Also kurz bevor Gareth gefallen ist. Wir haben natürlich den Verlust von beiden Städten mittlerweile mitbekommen. Und es begann sehr frühzeitig. Wir haben natürlich unsere Späher auch in fernen Landen. Was wir auf alle Fälle sicher wissen können, ist, dass es damit begann, dass eine große Horde von Ferkiner in das westliche Palberamis eingefallen sind. Wir dachten zunächst an einen Zufall, da die Ferkiner vor allem sehr wild sind. Aber retrospektiv müssen wir wohl auch annehmen, dass dies ebenso zu den Feindbewegungen von Helme Hafax und Dimiona von Zorgan gehört. Dann stoß aus dem Jalayet ein oronisches Heer vor, unter der Führung der Dämonenbalgen Reshemin, die dann auf Chalukant vorgeritten sind. Es gab viele Verquickungen, viele Schlachten und nachdem dann Barbrück gefallen ist, das schwere Reiterregiment Arkosha gefallen ist und auch unser Sultan verletzt wurde durch die Shasmanyat, sitzen wir hier. Eingekesselt. Wir haben wenig Feindbewegung aufklären können und wissen auch nicht sicher, wo sich das Heerbann von Helme Hafax befindet. Wir wissen nur, dass es sich nicht unter dem Oronischen Heer befindet. Ja, das hatte ich auch schon so verstanden. Bitte? Der Kontakt besteht bisher lediglich nach Pericum, wobei durch die blutige See auch dies schwer fällt. Das ist korrekt. Eine Frage zum Verseuchungsstatus des Flusses, des Baron Ula. Wurde der bereits von der blutigen See oder den im Hinterland befindlichen Dämonenbündlern verseucht? Laut den Boron-Geweihten und auch den Eferdis, die wir in dieser Stadt haben, nicht. Sowohl die blutige See wird durch die Stadt Zorgan und unsere Eferdis zurückgehalten, als auch diese Kriegslist, die Helme Hafax wohl entsann vor einigen Tagen. Als er unsere Toten vom Reiterregiment den Fluss hinabschickte, haben wohl den Fluss, den Baron Ula, selbst nicht beeinträchtigen können. Dafür ist er einfach zu wild. Und wir hoffen weiterhin darauf, dass die Elemente, die sich daran befinden, die daran schwimmen, dafür sorgen, dass sich hier keine dämonischen Umtriebe festsetzen. Wunderbar, darauf hatte ich gehofft. Dieser Belagerungsring... seit wie vielen Wochen besteht er? Noch nicht besonders lange, richtig? Verzeiht, wenn ich mir über die Zeiten, in denen ja alles passiert ist, nicht ganz klar bin. Nun, seit grob Anfang Ingrim. Wir haben heute den 19., oder? Ich schlafe nicht viel. Korrekt. Ja. Dann seit mehr als 2 Wochen. Mehr als 2 Wochen. Das bedeutet, sie konnte auch in dieser Zeit einen ganz schönen Ring um die Stadt ziehen. Wisst ihr, über welche Entfernung er sich erstreckt und wie viele Männer und Frauen genau dort beteiligt sind? Nun, wenn wir das richtig einschätzen, dann handelt es sich dabei wohl um das gesamte Heerbann von Elborum. Das sind die Skorpione. Man kann sie auch daran erkennen, dass sie einen Skorpion-Banner auf ihrer Rüstung als auch auf ihren Bannern tragen. Es ist ein Belagerungsring, der sich grob 100 Meter vor dem
vor der Stadt befindet, das heißt außer Feuerschussreichweite. Wir haben natürlich auch einige Artilleriebestände, allerdings reichen die nicht aus, um große Ausfälle zu wagen. Daher haben wir erst einmal darauf verzichtet und den Feind nicht weiter provoziert. Ein weiterer Ausfall, den wir geritten sind aus Krakalschar, war ebenso nicht hilfreich, denn auf einer offenen, in einer offenen Feldschlacht sind uns die dämonischen Reiter überlegen. Das heißt, sie warten wohl auf etwas. Sie sind selbst nur dabei, hin und wieder einige Dämonen in unsere Richtung zu schicken, einige Mauern dann anzugreifen. Aber sie warten. Und dadurch, dass Helma Hafax wohl nicht hier ist, vermuten wir, dass sie auf ihn warten. Er ist nicht von Barbrück nach Norden geritten, wie es möglich wäre, sondern einfach verschwunden. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wo er ist. Vielleicht ist er auch schon nach Fasar geritten. Wieso nach Fasar? Ich weiß es nicht. Fasar wäre das wohl nächste größere Ziel. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern dann andere Ziele sinnvoll wären, anzureiten. Es gibt natürlich noch viele andere Städte, die man hätte einnehmen können, aber wenn ich jetzt gerade in Richtung der südlichen Sultanate denke, beispielsweise Antiochopal, dann wäre dies eine weitere, sehr schwere Belagerung, denn Antiochopal ist von einem riesigen Ring ummauert. Und auch nur mit viel elementarer Gewalt kann man diesen Ort in der Nähe der Gor erklimmen. Fasar wiederum wäre sicherlich viel leichter zu nehmen, da Fasar keine einzige Stadtmauer hat. Richtig. Und von daher, wir wissen wie gesagt nicht, was ein Helma Hafax plant. Wir haben zwar verschiedene Simulationen durchgetestet, aber wir kommen immer wieder dahin zurück, dass er uns, egal mit welchem Schritt wir nachsinnen, er uns wohl überlegen ist. Schlicht und einfach überlegen. Wir warten also darauf, dass Verstärkung aus Perikum eintrifft, oder? Es gab vor ein paar Tagen eine Schlacht auf offener See, die konnten wir allerdings zurückschlagen. Es war kein richtiger Sieg für uns, wir hatten auch viele Schiffe, die verlustig gegangen sind, aber immerhin konnten sie uns den Seeweg nicht komplett abschneiden. Wer war es, der Zorgan über den Seeweg angegriffen hat? Hafax oder die Miona? Die Jankana. Sprich, Oronsche, schwarz-oronsche ja. Truppenteile. Wie sah es mit Verlusten aus? Sowohl auf unserer als auch auf der gegnerischen Seite. Vor allem Material, vor allem Schiffe. Die Überlebenden konnten dann aus der blutigen See geborgen werden. Sie waren dann zwar krank, aber auch das wird sicherlich aufgrund unserer kundigen Ferdis vorübergehen. Verstehe, aber ein Großteil der lankanischen Flotte wurde zerstört. Korrekt. Gut. Welche Kunde tragt ihr nun also aus dem Mittelreich her? Wird Perikum entsandt schicken? Ich fürchte nicht. Wir sind aus Perikum hierher gekommen. Perikum wird derzeit von Flüchtlingen überrannt. Und Flüchtlinge aus Gareth oder aus Aranien? Ich habe gehört, dass es auch Flüchtlinge aus Aranien gibt, aber größtenteils sind es Flüchtlinge aus Dapazien. Wo liegt Dapazien? In der Nähe von Werheim, etwas östlich davon, östlich, südöstlich. Achso, die dort, Stadt, die als erstes gefallen ist. Richtig. Okay. Dort soll es jetzt, Dapazien ist der Landstrich, durch den die Heerscharen von dem Schwarzen Drachen und Galotta hindurchziehen mussten und wurde sehr in Mitleidenschaft gezogen. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut, nein. Aktuell beziehen wir noch einige Vorräte aus Perikum, aber das ist nur stückhaft. Wir müssen sehen, wie lange wir durchhalten können. Bisher lief es noch den Umständen entsprechend gut, aber auch irgendwann sind unsere Vorräte aufgebraucht. Inwiefern Elburum oder Schwarz-Elburum und das Oronische Reich Entsatz schicken kann oder die Belagerung aufrechterhalten kann, weiß ich nicht. Das ist richtig. Aber es hörte sich ja an, als ob wirklich sehr viele Truppen aus Oron zusammengezogen wurden, speziell um Zorgan anzugreifen. Was sind denn eure letzten Berichte aus dem Hinterland? Vielleicht hat sich ja doch noch der eine oder andere durchschlagen können. Wir haben keine Berichte aus dem Hinterland.
Tatsächlich. Normalerweise wäre eine solche Belagerung von Zorga nicht das Problem, denn wir können von beiden Seiten aus diese Belagerung zurückschlagen, sowohl von Richtung Zorgan als auch von Richtung Barbrück, da wir dort, wie gesagt, diese schwere Reiterei haben. Aber auch diese existiert nicht mehr, da ihnen in den Rücken gefallen wurde. Das Farsch-Uruch, was eben im Hinterland liegt, bei Chalukant, wurde aufgerieben, da die Maraskaner unter Helme Hafax von dort aus kamen. Und aus dieser Richtung hat man niemals von irgendetwas gerechnet. Denn, nun, der Farsch-Uruch ist ein undurchdringbarer Wald. Und Chalukant, bzw. Malkis, ist eher sumpfig. Dort gibt es eigentlich keine schwarz-orangen Heere. Daher haben wir, wie gesagt, von dieser Seite nicht mit einem Angriff gerechnet. Natürlich. Was sich Hafax natürlich zunutze gemacht hat. Gut, der Belagerungsring, was für Ausmaße nimmt er an? Wie gesagt, er befindet sich vor der Stadt und streckt sich ganz grob über 1 Kilometer, mal mehr, eher weniger. Gerade auf dieser Seite der Straße des Baron Ula wird er etwas dicker sein, aber auf der anderen Seite wird er wohl weniger dick sein. Natürlich versucht man auch in Richtung Bakrachal abzuschneiden. Solange ihr die Straßen meidet, werdet ihr sicherlich auch wenige Truppenteile treffen. Zumindest keine schwarz-oronischen Truppenteile. Wo, wie gesagt, die Maraskaner sich befinden oder die Bluttempler, können wir nicht sagen. Natürlich, also die sind ja auch noch ein ganzes Stück weit weg, so wie ich das verstanden habe, wo Barbrück liegt. Ungefähr 2 Tagesreisen von hier. Darf ich fragen, warum ihr jetzt von Pericum hergekommen seid, wenn ihr keinen Entsatz schickt? Wollt ihr nur wissen, wie es Zorgan ergeht? Im Prinzip ja, also wir versuchen natürlich Schwächen der Heptarchen herauszufinden. Ihr müsst wissen, Galotta ist gefallen. Das sind gute Nachrichten, aber ich kann sie, so weh es mir tut, aktuell nicht feiern. Natürlich, unter den gegebenen Umständen ist das natürlich nicht sehr tröstlich. Allerdings, es sollte Anlass zur Hoffnung geben, dass die Heptarchen fallen können. Eine Dimiona von Zorrigan mag gar nicht so sehr das Problem sein, aber gerade wenn sie sich mit einem Hafax verbündet, dann sehe ich doch tatsächlich sehr schwarz für uns. Ich kann diesen Mann einfach beim besten Willen und bei all meiner rondrianischen Ehre nicht einschätzen. Richtig, ich denke, kein Sterblicher kann dies. Dennoch, wir müssen versuchen, Informationen herauszufinden. Vielleicht fällt uns irgendetwas in die Hände, das uns zum Sieg verhilft. Wenn ihr Verhandlungen mit dem Feind beginnen wollt, ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern sie auf eine zagefällige Flagge hören. Wir haben dies bisher noch nicht versucht. Ihr müsst wissen, es gibt in den aranischen Landen Gebote und auch Verbote, an die sich auch Schwarz-Oronia halten. Ach. Ja, der Begriff der Ehre. Auch sie halten sich an dieses Prinzip. Es ist nicht unehrenhaft, wenn man Krieg gegeneinander führt oder wenn man Konflikte miteinander führt. Diese können auch intriganter Art sein. Es ist erst dann unehrenhaft, wenn man diese Konflikte nicht offen anspricht. Und da Zorgan und auch Elburum, diese beiden, ich nenne sie einfach mal Hauptstädte, Zorgan selbstverständlich eine Hauptstadt, aber Elburum als ehemals weiße Stadt, quasi Hauptstadt, da von vornherein offen proklamiert wurde, dass es einen Konflikt gibt, sind Stöße mit dem Dolch in den Rücken nicht unehrenhaft hier in Aranien. Gut, also, dass wir mit von der mittelreichischen Armee gewohnten Taktiken nicht rechnen können, das war mir klar. Habt ihr
konkrete Befürchtungen, was dieses in den Rücken fallen angehen könnte? Es liegt natürlich in der Natur der Heptarchen bzw. der Erzdämonen, die sie anbeten. Und das ist auch der Grund, warum wir euch so sehr analysiert haben. Sie tragen keine offenen Gefechte aus. Das ist nicht eher ihre Natur, sondern sie unterwandern gern. Und selbst wenn wir irgendwann Oron wieder zurückerobern sollten, dann vermuten wir, dass es auch in ihren Reihen viele Verräter geben wird. Und wir gehen auch davon aus, dass es in Zorgan Verräter gibt, die hier leben und auf ihre Art und Weise diesen ehrenhaften Krieg führen. Mit Lug und List und Betrug. Verstehe. Das heißt, ihr müsst euch noch vor euren eigenen Leuten fürchten, dass die euch in den Rücken fallen könnten. Exakt. Das ist ungünstig. Und nun, verzeiht mir euer Gnaden, aber gerade wenn ich mir eure Hand betrachte, dann mag dies auch ein dämonisches Zeichen sein. Gerade deswegen muss man vorsichtig sein. Oder auch mit euch, mit einem ebenso tapferen Chorkrieger wie euch, der so groß ist. Da muss man überlegen, wem man zur Heeresleitung hineinlässt. Ich bin zwar nicht geweiht, aber ja, Wachsamkeit zu aller Zeit ist immer gut. Der Prius Geweihte sagt ihm eben, ihr seid geweiht. Hey. Ach, was? Bin mir sicher, ihr habt ihn missverstanden. Ich empfing die Weihe, die höhere Weihe nicht. Selbstverständlich an der Kolut des Herrn Prius, wie es jeder Wandstrahler ist. Und dann solltet ihr vielleicht nochmal mit Chirbanu sprechen, aber die Information, die er mir gerade weitergab, vielleicht habe ich ihn auch einfach falsch verstanden. Chirbanu! Ja, ihr könnt die Schritte auf dem Flur hören und dann kommt der Prius Geweihte wieder herein. Guckt einmal mit skeptischem Blick, eine Augenbraue erhoben. Ist dieser Mann nun geweiht oder habe ich euch falsch verstanden? Er ist geweiht, ja. Die Seelenprüfung sagte dies zumindest. Seine Seele ist rein. Und rein mag sie sein, euer Gnaden, und verzeiht, ich will eure Weisheit nicht in Frage stellen. Aber ich empfing die Weihe nicht. Ich kann mit meiner Liturgie oder mit meiner Zeremonie prüfen, ob ihr initiiert seid oder einem Gott geweiht seid oder aber auch, ob ein Anathema aufrecht liegt oder eure Seele an einem Dämon verpfändet wurde. Ich weiß nicht, welchem Gott ihr geweiht seid, aber ihr seid definitiv einem Gott geweiht. Und ich ging damit oder davon aus, dass, da ihr die Kleidung eines Bandstrahlers tragt, ein geweihter Bruder seid. Verzeiht, wenn ich euch zu nahe getreten bin. Ich bin mir sicher, der Herr Prius wird in seiner unendlichen Weisheit euch zu sehen gegeben haben, was er für richtig hält. Ja, Alan, wenn ihr mir jetzt gleich sagt, dass ihr ein geheimer Fexgeweihter seid, dann klatsche ich euch einen. Nur, dass wir das kurz vorher besprochen haben. Ich klatsche euch vorher mir selbst einen, glaubt das aber. Vielleicht solltet ihr, nachdem ihr als Kundschafter unterwegs wart, denn so habe ich euch verstanden, noch einmal wieder zurückkommen und mit Chirbanu sprechen. Aber in der Tat das Beste, darüber nachzubeten und mit den Dienern des Empires zu sprechen, wird die Sache sicherlich aufklären. Ich bin mir sicher, es ist wie auch immer. Nun, dann kommt doch bitte am besten in ein paar Tagen, so dann diese Stadt noch steht und es uns allen wohl ergeht, noch einmal zu mir und ich kann mit einer großen Seelenprüfung ein weiteres Mal feststellen, auch welchem Gott ihr geweiht seid. Es wird einige Zeit mehr dauern als die 5 bis 10 Minuten, die ihr eben vor mir standet, aber in meinem Tempel sollte dies wohl gehen. In unserem Tempel. Sobald unsere Pflichten es zulassen. Wie gesagt, kommt gerne in ein paar Tagen noch einmal auf mich zu. Hab Dank, euer Gnaden.